Das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech und sein US-Partner Pfizer haben die Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für Jugendliche in der EU beantragt. Den Antrag reichten sie bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA ein. Der Impfstoff soll damit nun auch für junge Menschen zwischen 12 und 15 Jahren zugelassen werden. Die Unternehmen reichten nach eigenen Angaben auch einen Antrag für eine Notfallzulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA ein. Sie kündigten zudem das Einreichen weiterer Änderungsanträge bei Zulassungsbehörden weltweit an. Dem Schritt liegen Daten einer Studie mit gut 2000 Teilnehmern zwischen 12 und 15 Jahren zugrunde. Die ersten Ergebnisse aus dem März zeigten demnach eine Wirksamkeit von 100%. Der Impfstoff sei in der Studie grundsätzlich gut verträglich gewesen.